Gerade auf so kleinem Raum ist die Luft schnell verbraucht und der Staub fällt leider auch sehr schnell ins Auge. Das haben wir natürlich versucht zu berücksichtigen in unserer Tiny House Planung und ob unser Konzept so aufgegangen ist, das erfahrt ihr heute. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns natürlich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja dieses Tiny House mittlerweile gebaut. Es ist zumindest bewohnbar, jetzt schon seit einigen Monaten. Wir hatten uns ja damals ein recht mobiles Konzept für unser Tiny House überlegt. Das heißt, dass wir auch den Standort des Öfteren mal wechseln wollten oder zumindest auch nicht wollten, dass unser Haus davon irgendwelche Schäden trägt. Und daher haben wir uns damals für ein etwas anderes Fassadenkonzept auch entschieden. Das bedeutet wiederum, dass wir hier eine diffusionsgeschlossene Bauweise haben. Das heißt, uns war relativ früh klar, dass wir für einen ordentlichen Luftaustausch sorgen sollten. Somit haben wir uns hier für eine dezentrale Wohnraumlüftung entschieden, die hier permanent läuft, bis auf vielleicht eine Stunde abends, wenn wir einschlafen wollen, dann geht es ja irgendwann wieder an. Daneben haben wir aber auch bei der Planung grundsätzlich gesagt, da ja eben, egal ob Tiny House oder kleine Wohnung, kleines Zimmer, die Luft einfach, wenn man mit mehr als einer Person drin ist, einfach so schnell verbraucht ist, dass wir neben der Lüftung auch einfach ein gutes Fensterkonzept umsetzen wollen. Das heißt, dass wir die Fenster so positionieren können, dass man grundsätzlich durch das ganze Haus oder im gesamten Haus Sturm lüften kann, dass man diagonal als auch gegenüberliegend einfach Sturm lüften kann, wenn wir auch gerade mal gekocht haben und sich das Ganze einfach auch ergänzt. Denn, und jetzt kommen wir zu unserer ersten Erfahrung, wie ist so die Luftqualität im Haus allgemein, gerade aber auch im Vergleich Sommer versus Winter? Im Sommer hat unsere Lüftung beispielsweise recht wenig gebracht. Gefühlt. So fühlte es sich zumindest an. Sie hat schon was gebracht, weil gerade morgens, wenn man aufsteht, merkt man einfach, dass der Raum nicht so stickig ist. Das kennt man eher aus kleineren Räumen oder so. Wenn man nachts zur Toilette geht, kommt wieder rein, dass man denkt, ich muss das Fenster aufkippen machen oder mal gerade frische Luft reinlassen. Ja. Den Effekt, also das Gefühl hatten wir hier nicht so. Nee. Also sie hat schon Arbeit geleistet, aber gerade auch an warmen Sommertagen, wenn es abends auch noch nicht nur heiß, sondern windstill ist, dann merkt man einfach, dass diese Zirkulation nicht so viel bringt, wie wenn wir jetzt schnell zwei große Fenster aufreißen und schnell für Durchzug sorgen. Das Konzept der dezentralen Wohnraumlüftung war ja eigentlich so gedacht, dass wir die Wärme, die wir im Raum haben, ja auch gewissermaßen speichern können in dieser Keramik, die sich in diesem Lüfter befindet und somit auch nicht so viel Wärme verlieren. Und das ist im Sommer natürlich eigentlich irrelevant. Also wir haben schon auch gemerkt, dass wir vermutlich uns Gedanken über eine Klimaanlage machen müssen, auch wenn wir echt keine Klimaanlagen-Fans sind und auch schnell darauf reagieren. Aber es ist sonst einfach schwer auszuhalten. Man hat kein gutes Gefühl, den Hund auch mal hier alleine zu lassen für ein, zwei Stunden. Im Winter ist es wiederum so, dass wir schon den Vorteil noch mal deutlicher spüren einer dezentralen Wohnraumlüftung. Man hat eigentlich immer eine frische Luft in der Nase, das relativ schnell. Man hat einen guten Luftaustausch, wo aber auch wiederum die warme Luft gespeichert wird, also auch überwiegend im Raum bleibt, so gut es geht zumindest. Wir erreichen jetzt hier keine Rückgewinnung von 90% oder so. Sowas erreichen wir mit unserer Wandstärke nicht, keinesfalls. Wahrscheinlich maximal 70, wenn nicht 60. Aber es ist schon schön, wenn man weiß, okay, man kann nachts beispielsweise die Fenster geschlossen lassen und hat trotzdem eine gute Luftzirkulation und Das merkt man dann vor allem auch morgens. Also wenn die Außentemperatur kälter ist als die Innentemperatur, haben wir uns beide angeguckt und meinten, oh cool, jetzt spürt man richtig den Effekt von der Wohnraumlüftung. Also so für den Alltag und für die Nacht ist das total super. Ja. Jetzt kommt man aber auch so ein bisschen zum Punkt Luftfeuchtigkeit. Denn wenn wir zum Beispiel Wäsche waschen oder kochen und oder auch duschen. Mit unserem Dampfgarer arbeiten, da entsteht natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil unsere Dunstabzugshaube zum Beispiel auch nur ein Umluftgetriebe hat und keine Abluft. Ja. Und wir da einfach die Fenster aufreißen müssen, sonst beschlägt uns hier alles. Dann hat man halt einen leichten Temperatursturz, aber das ist dann auch wieder recht schnell aufgefangen, weil die Wärme bei uns auch vom Boden kommt. Also wir frieren hier eigentlich gar nicht. Durch die Fußbodenheizung, das macht so viel aus. Ja, wir laufen hier eigentlich nur barfuß. Ja. Und mit dem Korkboden ist schon ein schönes Gefühl.
Ja. Ja, also nicht nur ein positiver Einfluss auf das Raumklima, vor allem mit unserer Fußbodenheizung, sondern auch auf das Wohnklima, also unser Wohngefühl selbst, wie fühlen wir uns in unserem Haus. Und auch da nochmal durch die Kombination, also im Nachhinein, wenn man jetzt davon spricht, ist unser Konzept denn aufgegangen? Wir können jetzt noch nicht auf Jahre zurückblicken, aber doch ein paar Monate. Und wir würden schon sagen, dass gerade die Kombination total super ist aus Fenstern und der Wohnraumlüftung, weil man wirklich mit den Fenstern stoßlüften kann, um wirklich mal so einen richtigen neuen Schwung frische Luft reinzukriegen, aber sonst auch über den gesamten Tag einfach immer für einen Luftaustausch gesorgt wird und bei Bedarf dann mit oder ohne Wärmerückgewinnung. Mhm. Also im Winter auch total super. Was ich noch sagen wollte an dieser Stelle zum Wohnkonzept beziehungsweise zum gerade in dem Kontext Luftqualität hier im Tiny House. Die Luft ist zwar gut, aber man merkt hier schon eine sehr hohe Staubentwicklung. Und das sieht man auch an den Lüftern. Wir tauschen hier oder wir haben mittlerweile schon dreimal oder fast sogar viermal den Filter ausgetauscht in 7 Monaten oder so oder 8 Monaten. Wir hatten jetzt hier auch eine sehr, sehr hohe, in 7 Monaten glaube ich, oder 6 Monaten, dann knapp ein halbes Jahr, 3 bis 4 Mal ausgetauscht. Wir hatten auch eine hohe Staubentwicklung durch die Werkstatt hier, also durch den Innenausbau. Ja. Aber es ist nach wie vor so, jetzt auch Monate später, dass wir trotzdem noch eine fette Staubschicht, wenn wir jetzt hier nicht jeden Tag drüber gehen würden, auch sehen würde. Die Frage ist halt, ist die Staubentwicklung im Tiny House größer als in einem normalen Haus? Wir können es gar nicht so klar beantworten. Wir haben zwar auch in beiden Wohnkonzepten schon gelebt. Ich würde jetzt für meinen Teil sagen, man sieht es auf kleinen Raum einfach viel schneller. Und dadurch, dass wir auch viel mit Schwarz arbeiten, ob es jetzt um die Dunstabzugshaube geht oder um die Heizkonvektoren, da sieht man Staub einfach viel schneller. Was wir allerdings schon merken, durch unseren Kork-Parkett sammeln sich nicht so schnell diese Wollmäuse. Also man hat nicht diese extreme Staubentwicklung wie zum Beispiel bei Laminat oder so. Das ist ja echt so ein Staubmagnet. Das merkt man schon, aber... Ja, es ist schwierig. Wir haben noch die Hoffnung, dass ein Teil prozentual noch dem Feinstaub, dem Baustaub geschuldet ist und dass es mit der Zeit besser wird, aber auch an den Fensterrahmen, die ja auch schwarz sind, man sieht den Staub einfach. Man kann jeden Tag entweder saugen oder mit dem Staubwischer drüber gehen. Ich weiß nicht, ob wir uns das anders vorgestellt haben. Haben wir uns das anders vorgestellt? Anfangs? Ich hatte da gar keine Erwartungen dran. Also man hörte zwar immer, und mit dem Staub und durch unsere offenliegenden, durch das teilweise offenliegende Ständerwerk mit den Holzbalken sammelt sich natürlich mehr an. Ja. Aber beispielsweise haben wir keine Fettablagerung durchs Kochen. Da scheint die Dunstabzugshaube gut zu helfen. Die Gerüche ziehen überraschend wenig in die Vorhänge und ins Bett, obwohl ja auch alles nach oben ins Schlaflauf zieht. Da sind wir positiv angetan. Wir ja auch oben immer aufreißen dann, ne, wenn wir kochen. Genau. Also da reißen wir oben auf, weil wir wissen, dass die Hitze bzw. auch die Gerüche dann beim Kochen alle nach oben ziehen. Und das funktioniert. Alles in allem würden wir schon sagen, dass das gut aufgegangen ist, das Konzept. Wenn euch das Thema dezentrale Wohnraumlüftung noch näher interessiert oder ihr euch nochmal fragt, wie funktioniert das genau, auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Das verlinken wir euch auch nochmal gerne. Dann kann man da noch ein bisschen näher einsteigen, sofern das auch ein spannendes Thema oder eine interessante Ergänzung zu dem Fensterkonzept auf kleinem Raum ist. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns dann natürlich, euch nächste Woche wiederzusehen. Und da geht es um ein sehr interessantes Thema. Bleibt gespannt. Also bis dahin. Tschüss. Ciao.